So, Ladebildschirm, Inquisitor. Ja, aber in diesem Sinne, herzlich willkommen zu einem neuen Teil, zu einer neuen Runde Inquisitor Prophecy. Ich werde beim letzten Mal habt ihr den Assault Crusader gesehen. Ich hatte euch das mit dem Mechanicus-Typen auch gezeigt. Und da habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt hier bei dem Crusader irgendwie weitermache, zeige ich euch doch einmal das Gameplay von den anderen. Heute jetzt mal hier von dem Assassin. Ja, und ich hatte das ja schon ein paar Mal erwähnt. Story geil. Man kann da einiges machen, einiges spielen. Und wenn man sich die Zeit nimmt und sich die ganzen Sachen anhört, also sowohl irgendwie diese Videoausschnitte als auch das, was da immer mal gelabert wird, beziehungsweise auch das, was nicht gelabert wird und nur als Text steht, dann ist das schon ganz cool. Also dann hat das schon eine Menge an Fluff und Hintergrund. Inquisition ist ja immer relativ unabhängig, aber ich würde trotzdem sagen, dass das hier noch so vom Setting ist, dass es vor dem, ja, vor Dark Imperium und sowas ist. Also noch nichts mit Primaris und so, sondern das ist halt wirklich noch quasi klassisches altes Warhammer 40k. Bei Battlefleet Gothic zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das inzwischen auch bei noch mehr Spielen ist, aber bei Gothic 2, das ist das erste Spiel gewesen, was, also hier Computerspiel gewesen mit Games Workshop Lizenz, was den Fall ja behandelt. Also wo man quasi die Story und das Setting hat, dass es nach diesem großen Riss ist und nach dem Fall von Cardia, wenn man so will, ja. Deswegen, ich weiß nicht, ob jetzt schon mehr Spiele irgendwie verfügbar sind, die das behandeln, aber da ist es auf jeden Fall so. Da werden wir auch mal irgendwann bei Gelegenheit reingucken, ist nämlich ganz cool teilweise. Und ja, für heute aber, ihr seht das hier, Level 6, genauso wie der Crusader beim letzten Mal am Ende gewesen ist. Ich werde jetzt auch nicht storymäßig was machen, das Schiff sieht genauso aus. Ich glaube, müsste auch hier ungefähr auf diesem Stand sein. Das heißt hier die, ah ne, hier habe ich schon den Marine und Inoculator und alles Zeug, habe ich wohl offensichtlich gemacht, aber den habe ich noch nicht. Ist aber auch egal. Ich will einfach nur mal, ich gucke jetzt auch gar nicht nach Inventar oder so, ich bin Level 6, ich wähle mal hier die 6er Mission. Und dann springen wir einfach mal direkt rein und gucken mal, wie das so aussieht, damit ihr einfach das Gameplay von dem Assassinen seht. Wir haben Glück, das ist nämlich jetzt auch mal eine Karte draußen, hatten wir bisher hier auch noch nicht im Video. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach los. Man kann hinterher in den höheren Missionen den Schwierigkeitsgrad hochstellen, dann wird alles, ja, super geil, dann wird alles irgendwie angepasst. Also die Gegner sind ein bisschen schwieriger, aber auch die Rewards sind höher. Ich glaube, man bekommt Bonusschaden. Also es wird dann einfach so hochgesetzt, dass die Gegner mehr Schaden machen. Da kommen nicht mehr oder so, sondern sie machen einfach mehr Schaden. Kann sein, dass mehr solche Bosse dabei sind. The enemy has dug in at multiple strong points over the battlefield. Mount an assault and take them one by one. Okay. When the Imperial banner flies Kaius, high, machen wir. You will get reinforcements at your current position. Revel in carnage, Inquisitor. Sehr cool. Also, wir sollen hier solche Stellungen wegmachen. Wir haben auch einen Artillerieschlag dafür gekriegt, den wir anfordern können, was ziemlich cool ist. Und wir haben hier ein paar Soldaten als Unterstützung. Kann sein, dass wenn man einzelne Punkte einnimmt, dass dann da auch immer welche kommen. Weil ich glaube, die laufen nicht mit, sondern, oder weiß ich nicht, oder nur in einem gewissen Bereich. Müssen wir mal gucken. Okay, offenbar laufen sie mit. Das ist doch geil. So, mal gucken, was kann mein Assassine denn? Ich habe hier so eine Knarre, sieht ja aus wie einfach ein Standard-Lasergewehr. Ist es auch. Heißt, arbeitet wieder mit Hitze. Ich habe aber hier Sonderfähigkeiten. Ich habe ja, quasi einen Aimed Shot, Hotshot. Also ich habe hier so verschiedene Sachen, die ich noch machen kann. Was habe ich als Zweitwaffe? Snipergewehr. Ja. Auch da habe ich dann unterschiedliche Fähigkeiten. Sniper Shot, Shoot and Retreat. Geil, dann schießt sie und springt. Genau, im Zurückgehen. Auch sehr cool. Und das ist halt eine Munitionswaffe, die ich klassisch mit R nachladen kann. So, aber ich würde sagen, genug gelabert. Wir jumpen da jetzt einfach mal rein und schießen alle kaputt. Hier auch sehr geil gegen Eldar diesmal. Und ich hatte das ja schon ein paar Mal gesagt, die Modelle sind super, also wie die hier aussehen alle. Ich meine, da seht ihr Warp-Spinnen. Aber auch diese Forge-World-Dinger, die da gerade waren. Wie heißen die? Shadow Spectre, Race, irgendwas, keine Ahnung. Wenn ich schieße.
sind ziemlich cool. Ja, ich glaube, dass Warp-Spinnen es auch immer genau so machen, also genau auf kürzeste Distanz an den Gegner rangehen. Hier, die meine ich. Ach nee, das sind Scooping Hawks. Okay, das ist das Standard. Aber es gibt diese, weiß nicht, Shadow Spectre, also die sowas ähnliches wie so ein Sniper-Ram. Okay, was haben wir hier? Banshee Exile. Oh mein Gott. Waffe gleich überhitzt. Dann nehmen wir die andere. Longless Rifle. Okay. Ja, eben sowas wie die Banshee Exarchen. Ah, okay, jetzt habe ich hier nämlich neun. Deny the spent flesh and aching wounds. Onwards to victory. Die meine ich, Shadow Spectre. Sehr geil. Explosive Shot ist ganz cool. Geil. Guck mal, das ist doch mega, oder? Also, wenn das nicht mal geil aussieht. Ich glaube, die Dinger gibt es doch auch inzwischen. Oder sowas in der Art, ne? Das ist, glaube ich, ein Bankfischer, so wie das aussieht. Sehr cool. Genau haben die sich denn das gedacht hier mit den Ketten? Also wie laufen die denn? Das sieht ja hier nur aus, als wäre die Textur oben runtergenommen. Ist ein bisschen albern. Keine Ahnung. Naja. Okay. Vielleicht setzen wir jetzt gleich mal so einen Artillerieschlag ein. Zum Beispiel da. Geil. So, alle weg, wa? Okay, schon ein bisschen jetzt easy hier, ne? Weil ich meine, jetzt habe ich hier direkt den nächsten Artillerieschlag bekommen. Boah, der Explosive Shot ist ja super stark. Bam. Bam, alle weg. Oh, Fire Prison. Ihr habt das vielleicht gerade auch gesehen bei dem Schuss. Ihr seht das mal, 1,25. Ich kann hier quasi aimen. Ja, also, je nachdem, wann ich da loslasse, wird der Schuss stärker, der Sniper-Shot, was ich ziemlich cool gemacht finde. Bei so normalen Gegnern kann man einfach direkt klicken, loslassen, dann macht man die einfach weg. Aber, okay, okay, also bei so einem Turm kann man nicht snipern, auch sehr geil. And butchered without mercy. Aber, okay, das war's, Bock. Nee, eins muss noch sein. Aber sehr geil gemacht. Also dieses, ne, Todesschuss oder eher Beine oder eher was auch immer. Und, ja, das ist schon geil. Hier können wir es nochmal sehen. Ja. Zack, vierfach Schaden. Bam. Ich sag ja, ist jetzt bei so normalen da kein Problem. Da kann man einfach direkt loslassen und ballert die halt weg. Aber sowas wie da diese Banshee-Exarchen oder wenn jetzt hier nochmal irgendwie was Fetteres kommt, da funktioniert das. Also ich denke mal, bei dem Panzer bezieht sich das dann auf Schwachstelle oder so, weil da ging es ja auch bei dem Fire Prison. Braceblade, 2,5 Schaden. Hier, je länger man zielt, 8-fach Schaden. Je länger man zielt, desto höher wird der Schaden, weil die wahrscheinlich, weiß ich nicht, damit ins Auge schießt oder keine Ahnung. Tja, trotzdem war das ja ein ziemlich easy Game hier, würde ich ja mal sagen. Nicht nur wegen der Unterstützung, aber auch, weil die Gegner irgendwie alle ein bisschen low waren, ne? Aber ihr habt's gesehen, ich konnte die Missionsschwierigkeit jetzt auch nicht hochstellen. Ja, Reward hier irgendwas. Ich guck nochmal eben auf die Star Map, ob ich irgendwas anderes anklicken kann, aber ich denke mal, der wird mich jetzt erstmal zwingen, diese Story-Sachen hier durchzuspielen. Ja, 5-3. Okay. Gucken, ob ich ein anderes System kann oder so. Hm.
hier. Okay, gehen wir mal. Da ist eine 7er Mission. Gehen wir mal dahin. Vielleicht kann ich das da ja hochstellen. Irgendwie nicht wirklich, aber hier seht ihr das. Wahrscheinlich, weil der Levelunterschied ist. Minus 12% Schaden, den ich zufüge und 20% extra Schaden, den ich kriege. Das heißt, hier wird es jetzt quasi so gescaled und schon ein bisschen angepasst. Aber das kann auch sein, dass das einfach nur aus dem Levelunterschied resultiert. Weil man kann das hinterher, das ist richtig geil, da kann man quasi vorher einstellen, in welche Richtung der Loot gehen soll. Und kann jetzt sein, dass hier wieder wegen Chaos ist. Ne, wobei da stand was mit Türen. Ich weiß nicht. Ich bin direkt wieder die Knarre hier. Tyrannien. Oh mein Gott, Tyrannien. Aber also seht ihr jetzt nochmal eine andere Fraktion, ist ja auch ganz cool. Da sind auch ein paar richtig geile Viecher, weil vielleicht sehen wir die großen. Ach, ja, hier ist schon mal ein Krieger. Ja, hier wäre das Snipergewehr vielleicht mal ganz gut. Hier links ist so ein... Oh mein Gott. Kardinfix. Okay, jetzt haben sie mich hier. Nee, haben sie nicht. Eradicated. Ich hab doch hier so ein Stealth-Field. Was macht das? Loading. Off-on. Ah, okay. Ach so, jetzt kann ich es zum Beispiel anmachen und weg bin ich. Das ist ja geil. Das ist natürlich auch sehr cool, weil dann kann ich mich einfach zu den Zielen hinbewegen. Ja. Geil, so ein Trophy hier. Sieht schon mega aus. Okay, wenn ich zu nah dran bin. Also, habt ihr gesehen, mit dem Vierfachschaden, das geht dann schon ab. Oh Gott, wieder der Karnifex. Hallo, einer nach dem anderen. Ja, ich dachte, ich kann das Ding vielleicht so escape-mäßig benutzen hier, die Stealth-Suite. Kann ich aber nicht. Aber auch sehr schön, der Karnifex scheint ja da festgetackert zu sein. Allerdings, ihr seht, die laden ihre Energie auch wieder auf, ne? Also die regenerieren genauso, wie ich das auch mache. Das heißt, wenn ich einfach meine, okay, ich mache den halt weg, gehe ein bisschen auf Distanz und dann mache ich den danach weiter weg. Das funktioniert nicht. Okay, das ist jetzt irgendwie ja... Genau, jetzt resettet der nämlich. Das ist ziemlich doof. Ja, mal gucken, ob wir hier einen auf Nahkampf auch machen können. Was haben wir denn hier? Todes... Arcblade, Escoltblade. Ist das jetzt Zweihand? Ich glaube, passt schon. Steht das irgendwo und ich sehe es einfach nicht? Dodge Damage. Hat alle... Ah ja, okay. Melee Two-Handed Heavy. Ja, dann nehmen wir doch erstmal das. Da habe ich auch wieder so unterschiedliche Fähigkeiten jetzt. Und ich sagte ja, das finde ich ganz geil. Also, dass sich quasi das Skillset anpasst mit der Waffe, die man trägt. Ja, okay. Vielleicht jetzt nicht so geil im Nahkampf. Also
Vielleicht hätte ich mal lesen sollen, was die Fähigkeiten sind, weil ich kriege. Also 1 und 2 ist klar. Entweder so einen normalen Schlag oder halt so ein sowas hier gegen Horden. Das haben ja die meisten Schusswaffen auch. Also, aber was haben wir hier? Severance Armor Breaking, das ist natürlich geil. Stun und Shock, okay. Und hier haben wir. Blade Dance, Single Attack. Der Jumps. Okay, das ist natürlich geil. Ein bisschen Kettenblitz-mäßig. Jo, das ist natürlich dann schon geil, ne, mit den Fähigkeiten. Ich würde aber mal sagen, Zweihandwaffe weg und jetzt nehmen wir mal hier die Blades. Einfach, weil es am coolsten aussieht. Ja, das sieht doch echt geil aus. So, dann gucken wir mal Blades. Stormcrawler, Deathmark, Deathcult Combo. Was ist denn der Deathcult Combo? Creating... Achso, steht ja da unten. Each Attack Delivered. Okay, cool, schurkenmäßig. White Strike. Mhm. Auch geil. Ah, ja, das ist echt so schurkenmäßig. Ja, also ich baue quasi so Marx auf. Und dann kann ich die mit der 2 bam, wieder abbauen. Aber wo sehe ich denn... Achso, die Marks sind auf dem jeweiligen Target offensichtlich. Gut, das heißt, das ist dann auch wieder eher was für die größeren Gegner, weil sowas hier kommt ja entweder gar kein Mark drauf oder nur eins. Hier ist das natürlich dann auch geil. Scheiße, Granate, 2 Tasten. Mit der Stealth Suit, ne? Also schön hier jetzt sneaky hier dran. Und dann, hallo, bam, weg rein. Oh, das ist schon geil. Ja, und wie ihr seht, ne, also ich meine, war ja auch nur auf Level 6, mit der habe ich noch nicht viel gemacht. Da sind die Deathmarks drauf. Oh oh, und down ist er. Ja gut. Vielleicht ein bisschen übermotiviert gegen Carnifex, ich weiß es nicht. Naja, aber mit der habe ich halt kaum gespielt und mit den anderen auch. Also mit dem Mechanikus-Typen halt viel und mit dem Warp-Menschen. Und den werde ich, denke ich, euch beim nächsten Mal zeigen. Hier auch dieses Deathmark drauf. He deserved worse. Much worse. Okay, Enemies left. Ah, und hier ist das auch, was ich im letzten Video, glaube ich, sagte mit den Tonen. Ne? Also ich kann nicht einfach die ganze Zeit verrecken, das funktioniert nicht. Ich schon. Gefällt mir mit dem Tarn und bam, bam. Sehr schön. Oh fuck. Tarn durchs Minenfeld. Kein Problem. Okay, Assassin Power Sword. Ah, das ist dann wieder zweihändig, okay. Schade, ich habe leider keine 2 Sensen, sonst könnte man ja mal hier mit... Okay, Sense und Dings, machen wir mal das.
Bladestorm, Voltaic Arc, okay, ja, auch wieder andere Fähigkeiten. Ach, okay, das war schon. Naja, gut, dann schnetzeln wir durch die jetzt hier halt noch durch. Ah, da habe ich nicht mehr diesen Ansturm. Okay, richtet sich dann wohl alles nach der Haupthandwaffe, weil das sind jetzt die ganzen Fähigkeiten hier von dem, von der Sense. Und da war das andere natürlich schon geiler mit den zwei Schwertern. Aber gut, das war auf jeden Fall mal ein Einblick zu dem Assassin. Und im Prinzip habt ihr auch die verschiedenen... Ich kann leider keinen männlichen Assassin machen, also das ist dann halt festgelegt leider. Es wäre cool, wenn das noch mehr anpassbar wäre alles. Aber gut. Und auch hier kann man natürlich wieder... Boah, ja, hier Influence, alles Claim, okay. Auch hier kann man natürlich wieder, hat man verschiedenste Skill-Trees, die hier selbstverständlich anders sind als bei den anderen Klassen. Manche Sachen sind ähnlich, also zum Beispiel hier so Health und Critical Hits. Das haben die anderen auch, Mini-Combat. Single DPS und Area Effects, es kann sein, dass die ein bisschen unterschiedlich dann sind innerhalb der Bäume, das weiß ich nicht. Aber das Prinzip, also hier, ne, einfach Melee-Damage-Bonus, wobei hier Astartes Combat Training natürlich geil, weil ich bin halt so ein geiler, ne, ja, sehr schön, geiler Nahkampf-Inquisitor und so. Also da kann man halt so verschiedene Sachen irgendwie machen, man kann ihn dann zum Range-Spezialisten machen oder so, dass man halt wirklich dann seinen Eversor oder Vindicare oder was auch immer Assassinen hinterher hat. Und auch hier wieder vom Style mit den Rüstungen. Okay, ich habe jetzt keine andere. Wenn ich jetzt eine andere Rüstung hier nehmen würde, dann würde man das natürlich hier auch schön sehen. Auch die Knarren. Also das finde ich, haben sie schon richtig geil gemacht, dass man hier wirklich so auch unterschiedliche Styles hat. Ne? Also selbst hier die beiden Gewehre. Ne? Ist zwar die gleiche Klasse, Longless Rifle und Longless Rifle, aber es sind komplett unterschiedliche Gewehre. Also sowas finde ich ja halt echt mega. Hier das blaue halt dann noch fetter. Ah, ist schon geil. Laserpistole, gay. Geht Laserpistole und Einhandschwert? Ja, das geht. Nicht schlecht. Also sowas ist halt alles ganz cool. Boltpistole, Laserpistole, auch sehr geil. Ja, also sowas ist auf jeden Fall ganz cool. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, hier irgendwie seinen Charakter zu individualisieren, zu machen. Ich meine, das kennt ja vielleicht der ein oder andere aus Diablo auch, dass es so verschiedene Builds immer gibt und dann von Season zu Season ist es wieder unterschiedlich und dann gibt es was Besseres, was Schlechteres, wie auch immer. Die Farbe hier liegt jetzt an der Rüstung, ne? Also ich kann irgendwie, wenn ich eine andere habe, dann, keine Ahnung, ändert sich das natürlich auch. Ich habe jetzt nicht hier so ein Menü, wo ich den so direkt anpassen könnte, dass ich sagen könnte, okay, ja, aber ich will hier irgendwie, weiß ich nicht, schwarze Rüstung haben oder so, sondern das hängt halt oder ist abhängig von den Sachen, die man halt equipt. Gut, ich würde auf jeden Fall sagen, hier der Eindruck ist okay, ihr habt die verschiedenen, ja, quasi Spielmodi von dem Charakter gesehen. Ich denke, beim nächsten Mal kommt dann wirklich der Psyker und ja, mal schauen, ob wir dann hier ein bisschen weitermachen oder ich euch ein anderes Game zeige. Vielleicht kommt auch zuerst Gothic 2, ich weiß es vorher ja immer nicht. Ich sag auf jeden Fall an dieser Stelle mal wieder Dank fürs Zusehen und tschüss.